nicht mehr genug Geld dabei, okay. Dann müssen wir uns halt Geld holen. Ui, es geht weiter. Huch, da ist jemand am Eingang des Cafés. Was wohl los ist? Jucho, anscheinend gibt es tolle Neuigkeiten für alle Erkunder. Was denn für wundervolle Neuigkeiten? Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ich werde es herausfinden. Warte, ich komme mit. Kommt mir bekannt vor, als ob wir das schon einmal erlebt hätten. Ich frage mich, was es wohl dieses Mal ist. Hey, hier, wir sollten da auch nachsehen. Ja, diese Szene hatten wirklich 1:1 schon einmal. Wow, ganz schön viel los. Ich grüße euch alle zusammen. Erst einmal danke ich, dass ihr euch Zeit für diese Ansprache genommen habt. Heute habe ich großartige Neuigkeiten für alle. Hat jemand von euch schon mal etwas über den Himmelsgipfel gehört? Himmelsgipfel? Das sagt mir etwas. So heißt ein wirklich hoher Berg im Osten. Man sagt, dieser Berg sei so hoch, dass er über den Himmel hinausragt. Er wäre von unüberwindbaren Gebirgszügen umringt, sodass niemand ihn erreichen kann. Deswegen wurde er auch noch nicht vollständig erforscht. Ja, das stimmt absolut, da hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht. Genau wie Pantimos gerade gesagt hat, wurde der Himmelsgipfel noch nicht vollkommen erkundet. Daher birgt er noch viele Geheimnisse. Hoch genug, um über den Himmel hinauszuragen. Ein mysteriöser Berg voller Geheimnisse. Das klingt nach dem Stoff, aus dem Erkunderträume sind. Lasst uns aufbrechen und es herausfinden, auf eigene Faust. Wenn ihr auch der Meinung seid, wenn ihr auch der Meinung seid, dann sind wir bereit, diesen Wunsch mit Hilfe von Project P zu erfüllen. Wir waren damit beschäftigt, den Pfad zum Himmelsgipfel wieder passierbar zu machen. Und nun, vor ein paar Tagen, da ist es uns gelungen. Darüber hinaus haben wir nicht nur den Pfad wieder passierbar gemacht. Wir haben auch eine Entdeckung gemacht. Am Fuße des Berges haben wir ein kleines verstecktes Dorf gefunden. Ein verstecktes Dorf? Das lässt mich an Ninjas denken oder was ähnliches. Ja, aber natürlich ist es kein Dorf voller Ninjas. Dort leben sehr seltene Pokémon namens Shaymin. Shaymin? Genau, leider weiß ich auch nicht viel über sie. Abgesehen davon, dass sie unsagbar süß sind. So süß? Die möchte ich sehen. Darüber hinaus... Es gibt einen Report des Vermessungsteams. Diesem zufolge haben sie am Rand von Shaymin-Dorf einen Pfad zur Spitze des Himmelsgipfels entdeckt. Das ist eine riesige Entdeckung. Dieser Berg wurde noch niemals vernünftig erschlossen. Schätze in Massen, Möglichkeiten für neue Entdeckungen. Daran denke ich. Darüber hinaus existiert eine Legende, laut der sich am Berg ein Schatz befindet, der prächtiger ist als alle anderen. Schätze! Entdeckungen. Wundervoll. Genau, und all das wartet auf euch. Ich werde euch die Position vom Shaymin-Dorf zeigen. So, da können wir jetzt hin und damit geht's auch mit unserer Hauptmission hier weiter.
Für weitere Details wendet euch bitte an das Project P-Vermessungsteam, welches sich bereits vor Ort befindet. Nun gut, alle miteinander, macht euch auf, voller Hoffnungen und Träume, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. So, ich glaube, ich darf mir heute nicht mal Gummis mischen lassen, deswegen, oder? Ja. Da muss das eben erstmal warten. Gut, dann legen wir die Gummis halt erstmal wieder aufs Lager. Auch wenn wir heute ausnahmsweise mal so schön viele haben. Schauen wir mal wieder, was die Bunkel alles für uns hat. Ich glaube, das Ding habe ich gerade nicht mal. Ich habe es gerade nicht, also nehmen wir es mit. Waldamulett. Dann muss ich jetzt mit Ihnen mal ganz kurz schauen. Okay. Das Waldamulett selbst habe ich gerade noch nicht, okay. Dann tausche ich es mir schnell her, weil es ist prinzipiell dasselbe wie meine zwei Items, die ich da habe. Nur eben mit einem Itemslot weniger. Dass ich mehr Platz im Inventar habe. Aber zumindest mal wieder ein kleines Item für mich. Das ist also das Shamendorf. Es ist ziemlich friedlich. Willkommen im Shamendorf. Freut mich, euch zu treffen. Mein Name ist Shaman. Ich lebe in diesem Ort, in diesem Dorf. Andererseits heißen alle Einwohner dieses Orts Shaman. Das macht es schwierig, uns auseinanderzuhalten, oder? Schön, dich kennenzulernen. Wir sind das Team Crossheart. Wollt ihr auch den Himmelsgipfel besteigen, Team Crossheart? Ja, stimmt genau. Also, ich nehme an, ihr kennt euch ganz gut mit diesem Berg aus. Das stimmt, wir leben hier schon sehr lange. Wir sind hier, um Reisende auf den Berg zu führen. Aber um ehrlich zu sein, wir haben das schon sehr lange nicht mehr gemacht. Vor einiger Zeit zerstörte ein Erdbeben nämlich den Gebirgspfad, der hierher führte. Das hat das Erkunden von außerhalb erschwert, hierher zu kommen und zu blieben fern. Wir waren sehr erstaunt, dass das Vermessungsteam in unser kleines Dorf spazieren zu sehen. Wirklich? Verstehe. Das erklärt, warum über diesen Ort nur Legenden in Legenden berichtet wurde und niemand ihn jemals zu Gesicht bekommen hat. Oh, genau, apropos Legenden. Stimmt es, dass hier ein legendärer Schatz versteckt liegt? Einer, der prächtiger ist als alle anderen? Was glaubst du? Unser Job beschränkt sich nicht nur darauf, euer Bergführer zu sein. Aber letzten Endes müssen die, die den Berg erklimmen, bestimmte Dinge auf eigene Faust entdecken. Wir haben bloß die Weisung, euch bei diesen Entdeckungen zu unterstützen. Wirklich? Ich weiß nicht, ob ich das alles verstehe, aber vielleicht ist das noch nicht alles. Stimmt schon. Übrigens, da wir das jetzt besprechen,
gesprochen haben. Was haltet ihr davon, wenn ich als euer Bergführer arbeite? Irgendwie habe ich während des Gesprächs Lust bekommen, mit euch zusammen den Berg zu besteigen, Team Crosshard. Wirklich ein nettes Angebot. Ich habe auch schon daran gedacht. Hey, Keon, was meinst du, schämen wir uns gehen lassen? Natürlich. Juhu. Gut, ich werde am Eingang des Gebirgspfads auf euch warten. Der Gebirgspfad liegt von hier schnurstracks geradeaus. Kommt dorthin, wenn ihr mit den Vorbereitungen fertig seid. Bis später. So, ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz das restliche Team wegschicken. Das wäre aber nett, dass man Teammitglieder, oder dass man Palim einfach mal hierher bestellen kann. Erster Zwischenlagerpass E1. Erster Zwischenlagerpass ist ein bisschen zwar ein komischer Name, aber ihr werdet sehen, was es damit auf sich hat. Der Himmelsgipfel ist zwar insgesamt extrem hoch, allerdings hat er so viele Zwischenebenen, dass man hier eigentlich mit seinen AP definitiv nicht sparen muss. Ich kann mit meinen Attacken hier eigentlich rumschleudern, wie ich lustig bin. Jeder einzelne Teil dieses Dungeons hat eine eigene Musik. Wir haben die erste Zwischenlagerrichtung fast erreicht. Er schafft das. Das hier ist die erste Zwischenlagerrichtung. Der Himmelsgipfel bietet Zwischenlagerrichtung vom Superschnaufen. Sie sind nummeriert von 1 bis 9. Und danach kommt selbstverständlich der Gipfel. Der Weg vor uns ist weit, also lasst ihn uns in Abschnitten bewältigen. Ja, man hat hier, also der Himmelsgipfel hat zwar ungefähr 30 Ebenen, allerdings verteilt auf sehr viele Zwischenebenen. Nein, ich habe total vergessen, das Item Siegelbeere mitzunehmen. Ich bin so vergesslich. Ja, hier bitte. Oh, wow, für mich? Wirklich? Du bist großartig. Ich werde eine Möglichkeit finden, mich zu revanchieren. Oh, genau hier. Das ist das beste Item, das ich besitze. Wäre es mir zwar lieber als ein Flieh, aber egal. Aber das kriegt man hier alles zurück. Die beiden immer. Gut.